Grüß euch, der Mandy spricht. Ey, vor zwei Videos habe ich nur meinen Wunschausdruck verliehen, dass die Regierung zurücktritt und dass uns Typen wieder Anschub und der Kurz erspart bleiben. Ja, die Regierung ist nicht zurückgetreten, der Kurz ist auch noch über da, aber vorgestern ist der Rudi Anschuber zurückgetreten. So, das heißt, diese sehr zweifelhafte Figur, und zwar rede ich jetzt bitte nicht vom Persönlichen, weil der wird jetzt teile gesprochen scheinbar, das ist so ein netter Kerl, das ist so ein feiner Kampe und jetzt ist er krank nur dazu und jetzt lässt die Selig- und Heiligsprechungen in die Medien. Du, wie der privat ist, da erlaube ich mir kein Urteil. Ich habe den vor, ich glaube, 30 Jahren flüchtig, zweimal privat habe ich Kontakt mit ihm gehabt, also ganz flüchtig. Das ist zu lang aus. Ich kann nicht da übersehen, Tätigkeit als Gesundheitsminister für mich ein Urteil abgeben und da ist einiges schiefgerannt. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und darum bin ich persönlich froh, dass er zurückgetreten ist. Es war auch schön, wenn ihm die ganze Regierung folgt, weil es wird irgendwie Ärger. Aber persönlich wünsche ich ihm natürlich alles Gute, das ist klar. Wenn einer krank ist, dann sollte man da nicht das lustig machen drüber oder was. Das ist ernst zu nehmen, scheinbar. Weiß ich nicht, man weiß ja nicht, was da stimmt. Zuerst vor Jahren hat er einen Burnout gehabt, jetzt ist es nur der Kreislauf. Oder egal. Ich wünsche ihm, dass er wieder gesund wird. Aber trotzdem kann ich ihm nicht erspüren, dass er mit seiner Politik, die er mitgetragen hat, dazu beitragen hat, dass ganz viel Leid in dem Land physisch und psychisch nicht gut geht. Ja? Das muss man auch mal sagen. Ja? Das zum Einschober. Sein Nachfolger ist der Mückstein, glaube ich, heißt der. Was kann ich anders machen? Naja, er schaut auf jeden Fall robuster aus wie der Einschuber. Also er macht einen mental stärkeren Eindruck, dass er sich mehr wehren kann gegen die Türkisen. Aber das ist mir eigentlich völlig wurscht, ob die Grünen und die Türkisen miteinander kennen oder nicht. Die sollen sich beide verabschieden. Ja? Und messen wird man den neuen Gesundheitsminister nur dran, ob er eine Gesundheitspolitik macht oder wieder alles auf Corona fokussiert und die Nebengeräusche vergisst, die Begleiterscheinungen, die Kollateralschäden, oder ob er das auch ein bisschen im Auge hat. Im Alter ruft voraus, dass er ein Lockdown-Hardliner ist. Wenn das so ist, na dann gute Nacht. Aber schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Also Rudi Anschuber ist Geschichte als Minister. Habe ich ihm schon in meinem Video der Mann des Jahres, wie er es gesehen hat, empfohlen, dass ich gesagt habe, Bruder, bitte geh. Verzicht auf ein wenig Geld und wie ein normaler Abgeordneter und dürfte jetzt, so wie ich das verstanden habe, sein, dass er nicht mehr Minister ist, sondern normaler Abgeordneter. Das heißt, diese Fehlbesetzung, das muss man ehrlich sagen, ist zurückgetreten und jetzt werden wir schauen, wer ihm folgen wird. Es geht ja momentan drunter und drüber in der Politikszene. Ja, schauen wir, wie es weitergeht. Ganz gleich, was ist, vergesst nicht! Das Todgefürcht ist auch gestorben.